Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Motorsport Manager mit Carriot Motor Group und natürlich Baruna MC. Wir haben letztes Mal noch vergessen, die Bilanz unserer Kohle einzuholen. Das heißt, wir sind inzwischen im Plus. Ja? Wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir können hier mal gucken, einen Teil entwickeln. Ja? Den Motor vielleicht. Oder die Bremsen. Die Bremsen. In der Verzögerung und im Kosten. Haben wir so viel? Kriegen wir so viel? Wir können ein bisschen ins Minus gehen. Ist okay. Gut. Damit wird das neue Teil entwickelt. Was haben wir hier? Herr Chef, Iga hat Geburtstag. Sollen wir ein Geschenk besorgen? Er ist wohl sehr empfindlich in dieser Sache. Und wir schmeißen eine Riesenparty. Ja, machen wir nur eine Karte. Fahrzeugreparatur beendet. Das ist gut. Teile einbauen. Ah ja, hier. Gut, weiter. Bremseentwicklung abgeschlossen. Ach, immer. Ja, okay, das ist Information. Ja, du sollst in Gebäude investieren. Erwägt Billbacks von Wolfgang Wolf. Hagen Racing ernsthaft zum Ende zurückzutreten. Was kann denn der? Der ist 39. Das ist ein bisschen alt, oder? Boah, sieht man einfach mal. Was haben wir hier noch? Ah, die Bremsen. Überprüfen Sie Ihre Fahrzeuge. Ja, Teile einbauen. Bei wem bauen wir es denn ein? Ich würde sagen, bei Vidal. Zurück. Hat er das jetzt? Ja. Dann gucken wir mal, ob wir da nochmal entwickeln können. Durchschnittlich. Okay, wir können hier jetzt. Das nochmal. Jede investierte Mine. Okay. Wir lassen das jetzt mal so. Komm mal. Ist leer. Achso, weil wir halt gerade nichts entwickeln. Ja, das ist halt so. Wir wollen auch nichts entwickeln. Was? Ja, dann machen wir es halt nochmal. Mann, was soll denn das? Ich hoffe mal, das reicht vor dem nächsten Rennen. Wir kriegen schon wieder einen Haufen E-Mails. Chapman, ich bin mittlerweile angesichts der Teamfinanzen sehr besorgt. Es ist noch lange nicht vorüber und unsere Schatztruhen sehen sehr mager aus. Sie müssen etwas Geld sparen, dafür wird es jetzt in den letzten Rennen. Ja, es wird besser. Achso, verstanden. Ja, ist gut. Ja. Mann. So. Wir gehen mal weiter. Ich will eigentlich. So, wir nehmen wieder 16 oder besser. Das hat letztes Mal gepasst. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das passt alles. Dann gehen wir mal weiter. Sponsoren, Reifen. Haben wir eigentlich alles gemacht? Ein Rennen ist in dem Fall eigentlich falsch. Wir gehen nach Yokohama. Hier ist immer der Circuit aufgezeichnet.
Ich weiß allerdings nicht, ob das die realen Rennstrecken sind. Ja, das wisst ihr vielleicht besser wie ich. Wie findet ihr das Spiel? Ist es gut? Ihr könnt euch ja mal die letzte Folge anschauen. Ja, und dann schreibt ihr mir einfach in die Kommentare, was los ist. Wie ihr es findet. Eigentlich braucht man eine lange getriebe Übersetzung hier. Das soll nicht hart fahren. Und der hier auch. Abtrieb. Fahrverhalten. Du fährst auch mit Medium. Wie lange halten die? 19 Runden. Das heißt, eigentlich könnte man mit Medium das komplette Rennen fahren. Wir schauen mal. Achso. Wie lange soll er fahren? 3 Runden. Vidal schickt man, glaube ich. Warum darf der viel länger fahren? Das verstehe ich nicht. So, wir geben einfach mal Gas. Schauen, was dabei rauskommt. Was sagt das Wetter? Es wird kälter. Aber solange es nicht regnet, ist alles okay. Aber wir müssen perfekt abgestimmt. Ja, haben die Mitarbeiter mal einen guten Job gemacht. Komplett. Was ist er? Komplett zufrieden oder nicht zufrieden? Oh, beste Runde. Die Abstimmungsarbeiten scheinen gut zu laufen. Ja, die Strecke wird natürlich immer schneller. Wir gucken mal, bei der Halbzeit holen wir sie rein und dann setzen wir sie beide mal auf roten Reifen aus. Ja, aber das soll ein Long Run sein. Ja, jetzt kommen die schon wieder rein. Ach Mann. Den schicke ich jetzt mal auf roten Reifen raus und gucken mal, was der mit roten Reifen kann. Heißt im Qualifying. Okay, Fahrverhalten ist unzufrieden. Abtrieb. Ich nehme an, er will ein bisschen mehr haben.
Okay, stimmt. Drei Runden, Reifen mal rot. Losschicken. Das soll so lange wie möglich draußen bleiben. Ich komme mir so ein bisschen vor wie die hinteren Teams. Beide Formel 1. Will er sich die Strategie sagen lassen? Ja, dann machen wir hier einfach Attacke. Alles andere ist egal. Ich kann hier auch mal ein bisschen aggressiver rangehen, ja? Mal hier was fordern. Was soll denn das? Kann ja nicht sein, dass wir immer so weit hinten rumrennen und nichts geht. Wo bist du denn? Jetzt sehen wir mal, was eigentlich in dem Auto steckt, ja. Er kann eigentlich, zumindest über einen Stint, kann er mit den Top-Zeiten mithalten. Okay, ich bin wieder in der Inlap. Den Vidal holen wir jetzt auch mal rein, der darf auch mal also einen schnellen Stint fahren. Drei Runden, Reifen mal den hier. Geschwindigkeit. Hätte gern ein bisschen mehr. Kriegst du. Handling noch verbessern. Verhalten. Ja, wahrscheinlich weil die Reifen zu weich sind. Das auf dem Satz noch mal raus. Na, hier rennt drin. Das ist der Punkt, weshalb der immer so kurz noch draußen war. So, was kann der Vidal reißen heute? Ja, der kommt auch unter die Top 10. Und Übersetzung ist auch immer noch zufrieden. Abtrieb auch gut. Ich hoffe mal, dass der Vidal noch ein bisschen nach vorne kommt von der Zeit. Schafft er nicht. Okay. Rückfahrt trotzdem auf die 3. Ne, an der Lenkung drehen wir jetzt auch nichts mehr. Der müsste so viele Sachen haben. Sei mal zufrieden, was du hast, Junge. So. Wir starten jetzt ins Qualifying.
Ja, ist okay. Ich hätte aber gerne das hier. Reifen Mittel. Also wir belegen hier einfach unsere Sachen nochmal. Wenn der so unzufrieden ist, dann wir nehmen die ultraweichen Reifen. Kriegt auch dieselben Reifen und dann geht es los. Ja, habe ich doch schon gemacht. Gib Gas. So, die zwei fahren gleich am Anfang mal instinkt. Weil es wird regnen. Ne? Es wird regnen. Gib Gas. Es fängt jetzt schon zu regnen an. Deine Reifen sind zu heiß. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Wir sind auf Soft Tires draußen, die anderen auf Intermediates. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die besseren Karten. Ist natürlich die Frage, wie schnell die anderen auch reagieren. Beziehungsweise die haben ja auch guck mal, jetzt sind die Intermediates schneller. Das gibt's ja gar nicht. Aber das wird sich, glaube ich, gleich nochmal ändern. Den lasse ich auch noch mal auf dem Satz. Die lasse ich beide auf ihren Sätzen reifen. Weil ich glaube, die Strecke wird noch mal besser. Ja, Bodenhaftung ist halt gleich null. Vielleicht verspiele ich mich auch. Na, gib mal Vollgas hier. Oder besser ist unsere Zielvorgabe. Wir fahren immer nur eine Runde und dann kommen sie wieder rein. Das ist ein bisschen ungeschickt. Noch eine Runde rein. Ich glaub's nicht.
Mit 18 brauchen sie. Wenn wir schnell sind, kriegt man es hin. Neuer Satz. Losschicken. Neuer Satz. Losschicken. Wir müssten genau dann über die Strecke kommen, wenn die Bodenhaftung am höchsten ist. Ich hoffe nur, dass es noch reicht für eine Runde. Weil wenn wir das schaffen, dann haben wir wirklich sehr gute Karten. Das hat nicht mehr gereicht. Das gibt's doch nicht. Leute, was macht ihr denn für einen Job? Das waren zwei verdammte Sekunden. Meine Herren. Ja, ist gut, mach die doch endlich weg hier. Mach die weg, weiter. Mach die weg. Ach, was soll denn das? Was fahren die denn da für einen Scheiß zusammen, Mann? 17 und 18. Ey, kannst du dir in die Haare schmieren? Ja, ist gut, rennen. Kriegt er sowieso wieder nichts gebacken, ihr Vollhorst. Der ist immer zufrieden mit der Höchstgeschwindigkeit. Willst du nicht so viel Gas geben können oder was ist los? Mehr Geschwindigkeit kann ich dir nicht rauskitzeln. So, 17 bis 19 Runden. Nein, guck dir den an, der ist wenigstens zufrieden. Ist da ein Unterschied? Nee, jetzt nicht ersichtlich. Okay. Am Anfang beide auf Attacke. Wie auch letztes Mal. Und dann starten wir schon das Rennen, ja? Also, die ganze Startaufstellung brauchen wir nicht. Rückfahrt fährt auf 13. Den lassen wir mal noch ein bisschen fahren. Also heute muss was rausspringen, oder? Wechsler hat einen Unfall. So.
Das sind auch unsere Strategien. Ich hoffe, dass es aufgeht. Ich möchte sie ja so lange wie möglich draußen haben, um wirklich nur einen Stop zu brauchen. Bei 32 Runden ist das relativ schwierig. Das ist schon eine lange Distanz und die Speisenreifen halten auch bloß 17 bis 19 Runden. Ist mir ein bisschen zu passiv eigentlich. Aber gucken wir mal. Es wird sich am Ende des Rennens zeigen, ob unsere Strategie aufgeht. Wir müssen irgendwie ein paar Punkte holen mal. Das heißt, wir müssen eigentlich auf 10 vorfahren. Das wird aber relativ schwierig. Müsste jetzt auf 14 vor? Welche? Ah ja, eine war in der Box. Zwei waren in der Box. Und damit will ich mir eben noch Zeit lassen. In der Box. So ist es geplant, ja. Schön durch die Boxenstrategie. Wenn die alle schon mal in der Box waren, dann müssen die nachher nochmal gehen. Ja, und dem macht es natürlich auch so viel mehr Spaß. 58 km/h auf der Geraden. Guck mal, der ist in den Punkten. Der ist jetzt mal drin. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. So, wir gucken jetzt, dass die Reifen noch ein bisschen länger halten. Noch ein bisschen draußen bleiben. Dann gehen wir einen schnellen Stint auf die roten. Hier auch.
Den lassen wir jetzt ein bisschen, ein paar Runden auf Volldampf fahren, ja? Dass wir nochmal ein bisschen Zeit reinholen. Und dann müssen wir sie nochmal auf den harten Satz rausschicken. Einen kurzen Zwischenspin, Spind. Schnellste Runde. Zweitletzte. So, wir haben noch, warte mal. Wie lange halten die Reifen noch? Eine Runde? Ja, wir müssen. Ich glaube, eine Runde kriegen wir noch hin. Wenn es halt nicht reicht, ist es ein bisschen doof. Ja, doch, der braucht neue Reifen. So, ich habe gerade ein bisschen wenig gesprochen, habe ich gerade gemerkt. ja, ich bin halt gerade so ein bisschen voll im Flow drin. Also ich hoffe, dass meine Strategie irgendwie aufgeht. Irgendwie, vielleicht habe ich auch gar keinen. Ne? Ich habe jetzt Vidal auf sehr weichen Reifen rausgeschickt und lasse ihn einfach sehr konservativ fahren. Lass die Reifen heben, aber er trotzdem viel Geschwindigkeit hat. Und vielleicht am Ende nochmal pushen kann. Und den Woodford, den habe ich auf den normalen Soft-Tires rausgeschickt, mit einer normalen Einstellung. Vielleicht bringt es was. Ich bin mir aber nicht sicher. Die zwei Soft-Tire hier müssen auf jeden Fall nochmal in die Box. Die hier auch wahrscheinlich. Ja, er kann durchfahren. Vielleicht komme ich noch ein paar Plätze vor. Das wird sich aber erst später zeigen.
Der hat noch ein Soft-Tire. Den holen wir uns jetzt. Ganz schnell. Dann geben wir ein bisschen mehr nach. Runden um Gas zu geben, der Rückfahrt. Ich weiß nicht. Oh, da hat eine Motorschaden. Okay, wir rutschen auf jeden Fall mal einen Platz vor. Und jetzt liegt es in eurer Hand. Ich kann mich jetzt nicht mehr in die Box holen, Leute. Das ist vermessen. Ja. Ja, er trifft auf den Punkt, das war ein kompletter Reinfall. Es ist schwieriger, wie ich mir das gedacht habe. Und ich habe wieder meine Strategie außer Acht gelassen. Zwei Stops, guck dir den hier an. Zwei Stops. Mehr hätte ich gar nicht machen müssen. Ja? Aber nein, ich mache wieder 2 und 3. Warum halte ich mich nicht mal an meine Vorgaben? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß es nicht. Weil so wird es nichts mit dem Geld verdienen. So wird es nichts mit den Pumpen. Und so habe ich irgendwann keine Lust mehr. Es ist schon ein bisschen ärgerlich. Und vor allem demotivierend für meine Fahrer. Ah doch, die Moral steigt. Die Moral steigt wahrscheinlich, weil sie einfach zu Ende gefahren sind, ja. Okay, ja, wir müssen einfach Teile einbauen. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug. Ja, habe ich doch gemacht. Entwickeln tun wir jetzt mal nichts. Interviews die ganze Zeit. Wechsel, jetzt sind arge Schwierigkeiten auf dem, was die man so ansieht, ist das einfach kein gutes Team. Das Resultat hat mich nicht weit überrascht. Das war einfach Pech, die da gute Fahrer, und ich glaube, er wird sicher bald wieder fangen. Ja, also. Was soll ich da sagen? Der hat einen Unfall gehabt. Bremsen habe ich schon eingebaut. Könnt ihr mal
auf der Höhe sein. So, das war es von der heutigen Folge von unserem zweiten Rennen in Fukushima. Gut, sorry, Yokohama natürlich. Wir kriegen immer wieder irgendwelche Nachrichten. Was? Eine Getränkefirma hat sich was Neues einfallen lassen. Eine lustige kleine Plastikfigur von Jeremy Woodford, die jeder verkauften Kiste beiliegen soll. Ist vielleicht nicht die sauberste Art, Geld zu machen, aber es bringt eine ganze Menge Geld ein. Es gäbe 1 Million Euro. Ne? Aber mir ist der Fahrer wichtiger. Ne? Mir ist der Fahrer wichtiger. So, und wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen in China, Peking. Ja? Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder eine andere Möglichkeit der Rückmeldung. Bis dahin, ciao.